Nordkurier Kultur. Zum Friedrich Jahr beantworten wir die wichtigsten Fragen zum großen Preußenkönig. Friedrich der Große wurde bereits zu Lebzeiten zum Mythos. Autor Frank Pergande, der in Mecklenburg-Strelitz lebt, lässt die wechselvolle Geschichte des Preußenkönigs und die Hintergründe auf originelle Art wieder aufleben. Mit Antworten auf die 50 wichtigsten Fragen, erschienen beim Bucher Verlag in München. Wir stellen in einer Reihe Passagen aus dem Buch vor. Was besagt Friedrichs berühmte Randnotiz über die Religionsfreiheit? Preußen praktizierte Religionsfreiheit und wurde Zufluchtsort für religiös Verfolgte. Die Toleranzpolitik war aber auch eine Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg und den Aufstieg zur Großmacht. Brandenburg ließ sich als erster Staat darauf ein, verschiedene Bekenntnisse nebeneinander zuzulassen. Suum cuique, jedem das Seine, war der Leitspruch. Der große Kurfürst erließ 1685 das Edikt von Potsdam, das die Hugenotten einlud. 20.000 französische calvinistische Protestanten kamen nach Brandenburg, knapp 7.000 davon nach Berlin. Theodor Fontane etwa war hugenottischer Abstammung. Preußen ist 1701 gleichsam schon als Einwanderungsland gegründet worden. Friedrichs berühmte Worte über religiöse Toleranz sind nur eine Randbemerkung auf einem an ihn gerichteten Brief gewesen. Die Religionen müssen toleriert werden. Und muss der Fiskal ein Auge darauf haben, dass keiner der anderen Abbruch tue. Denn hier muss ein jeder nach seiner Fasson selig werden. Friedrich behandelte alle Religionen gleich, auch in seinem Spott. Die Juden bezeichnete er als unnütz für den Staat, aber wichtig für den Handel mit Polen. Über die Katholiken hieß es, um aber zu verhindern, dass die Klöster mit ihrem Zölibat die Hoffnung auf Familiengründung beeinträchtigen, ist es verboten, vor der Volljährigkeit Mönch oder Nonne zu werden. Über die Jesuiten sagte der König, er habe einige zu sich kommen lassen, um sie gegeneinander auszuspielen. Über die Lutheraner meinte er, die Gedanken von Glaubenserneuerern werden der verdienten Lächerlichkeit preisgegeben.